Simple Planes, we are auf der Oculus Quest. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr schaut Feuerballs, ich bin Sascha und heute geht's in die Luft. Ich schaue für euch in Simple Planes, we are, welches ihr im App Lab Store findet für 9,99 Euro. Es ist die erste Flugsimulation, so möchte ich es mal nennen, für die Oculus Quest, wo ihr wirklich gleich im Cockpit alle Schalter und Hebel manuell bedienen könnt. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht natürlich auch über Controllersteuerung, aber ihr könnt auch alle Hebel und Knöpfe im Cockpit selber drücken. Das habe ich natürlich für euch ausprobiert und wie schwer das ist und wie lange man braucht, um sich da reinzufuchsen, das erfahrt ihr natürlich jetzt alles in diesem Video. Das Spiel bietet eine schier unbegrenzte Anzahl an Vehicles, sei es Hubschrauber, Flugzeuge, selbst Boote und Autos findet ihr in dieser App, aber dazu auch gleich mehr im Video. Ich schmeiß mich jetzt für euch ins Cockpit und versuche mal mein Glück, ob ich das Ding überhaupt hochbekomme, gelandet bekomme und so weiter. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel, viel Spaß mit meinem Video. So Leute, ich bin in Simple Planes, we are. Jetzt wird ein bisschen durch die Lüfte geflogen. Ich bin mega gespannt, was das Ding kann. Und ja, so startet das Ding. Stumm, ja. Sehr schlicht, muss ich sagen. Und gleich in Englisch. Okay, jetzt kommt Musik, ne? So, look at your hands. Okay, das ist knackscharf. Throttle, hoch, runter, ja, keine Ahnung, Switch, Throttle, virtuell, okay, Pop-up-Menü, Next View, Click, Flip, Switch, Push, Button, Grab, Recenter View, Pop-up-Menü, Click, Flip, Switch, Push, Button, Grab, Pitch, Roll, Landing Gear, okay, ich habe alles verstanden. So, look at your hands, these are the controls for flying in SP, we are. When you press the Grab button, the layout changes to be more combat orientation. Ah, guck mal. Also kann ich hier auch noch andere Sachen machen. Okay. Leider alles wie gesagt in Englisch. So, grab air with both hands to adjust the view. If you need to adjust your view in the cockpit, move your hands close together and then hold the grab button on both controllers. Now as you move your hands, your Wii will move right where you want it to. Okay, das geht natürlich jetzt nicht, ne? Come back and see us. It's a lot of to remember, but you can show this again by clicking the controls button in the menu or in flight by clicking the controls button under settings in the pop-up menu. Okay, ich habe alles verstanden, Leute. Gut, schauen wir uns das mal an. So, man kann die Flugzeuge beim Entwickler auf der Homepage täglich runterladen. Also es täglich kommen neue Sachen von den Usern. Ihr könnt aber im Spiel keine Flugzeuge bauen. Also das müsst ihr wirklich irgendwie am PC machen und dann beim Hersteller oder beim Entwickler hochladen und dann könnt ihr halt ja, ein bisschen durch die Gegend fliegen, ein paar Sachen machen. Und wir schauen mal, was es gibt. Es gibt den, was war denn hier? Game Mode. Und da haben wir einmal Jagger Airport, Jagger Final Approach, Bandit Airport, Wright Airport, Water Takeoff, Bandit Final Approach. Das ist noch gesperrt. USS Trinity, Wright Final Approach. Nächste Sachen sind auch noch gesperrt. Also das sind so kleine Sachen, wo man, ja, was machen kann, spielen kann, ne? Sandbox-mäßig. Dann haben wir Combat, Gun Training, Rocket Training, Bomb Training und WW2, Dogfight, Missile Training und so weiter. Also auch hier ist eine Menge drin. Wir haben Rennen, Ocean Wii Speedway, Tycoon Circuit und Bandit Run. Hier können wir sogar Auto fahren, noch ein bisschen Auto fahren. Und wir haben Challenges, Carrier Landing, Crosswind Landing, Short Landing. Also es gibt genug zu tun. So, das waren die Game Modes, genau. So, dann haben wir die Aircraft. So, hier seht ihr die ganzen Sachen. Das haben irgendwelche Leute, wie gesagt, kreiert. Ich weiß nicht, ob da auch Sachen von den Herstellern bei sind. Keine Ahnung. Sogar einen Hubschrauber gibt es hier, schaut mal. Russian Style Two-Seat Bomber, Kickingfish, Little Bugger. Ihr könnt ja sogar Auto fahren, wie gesagt, ne? Also es ist eine Menge drin. So, hier ist Müchse oder der lädt noch. So, Best Online Loading. Guck mal, hier kommt ganz viel. Okay. Also, wie gesagt, er lädt die jetzt alle rein. Die müsst ihr natürlich dann runterladen, ne? Ganz klar. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit denen da oben an. Hier könnt ihr nochmal sortieren nach Helikopter, Zivilmaschinen. Guck mal, das ist sogar ein Boot.
Na, was haben wir noch? Military Propeller, World War II, Jet. Ja, alles drin, ne, würde ich sagen. Okay, Cargo haben wir auch noch. Guck mal hier, so ein, das ist so eine, mit so einem Doppelhubschrauber, ne, Gedöne. So. Aber so ein Airbus oder so habe ich noch nicht gefunden, ne, oder? Weiß nicht, ob es sowas auch gibt. Ja, das kommt schon dem ganz ein bisschen näher, ne, wie so ein Airbus. Okay. So, ich würde sagen, guck mal da, Page 1, das geht sogar noch weiter, Page 2, also da kommt noch viel, viel mehr. Also ihr seht, ihr habt hier unendlich viele, ja, Gefährte, Flugzeuge, Geräte und so weiter. Wie gesagt, viele sind von den Usern gemacht, also sind natürlich wahrscheinlich auch Sachen dabei, die dann nicht so der Kracher sind, ne, ganz klein ist klar. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Bushplane an, ja. So, Handles, Select Craft, okay. So, da ist es wieder und ich mache jetzt erstmal Sandbox Jagger Airport. Ich muss ja erstmal klarkommen. So, was haben wir hier? Controls, können wir nochmal gucken. Ach ja, okay. Da haben wir nochmal Einstellungen. Volumen 100, Musikvolumen 25, Unit System Imperial, Webcage Clear, okay. Quality Settings, Aircraft, Reflections Static. Machen wir Static, Shadows machen wir an. High, Water High. Prediction, keine Ahnung was das ist. Eins mal hier volle Pulle. Wir schauen mal, ob das funktioniert. So, jetzt gehen wir fliegen. Bin gespannt. Okay. So, look at your hands to see the controls. Okay. Das sieht okay aus, Leute, muss ich sagen. Hier, das ist so ein bisschen, ja, verpixelt, ne, sieht man. Aber sonst ist das okay, ne? Enjoy your flight. Okay. Look at your hands. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, ey. Look at your hands to see. Hab ich doch, okay. Hä, hey, das ist weg? Wie war das nochmal? Mach das immer wieder an hier. Was war das denn? Okay, jetzt kann ich die View ändern. Geht fluffig? Okay. So, Throttle. Jetzt zieh mal das Ding. Ah, guck mal. Das sieht cool aus. So, das ist schon mal ganz cool, ne? Ich fahr, glaube ich, ne? Ey, mach an das Ding. So, Flaps, Trim, ich habe keine Ahnung, Wheel Brakes. Ich zieh das Ding einfach mal hoch, ne? Ah. Okay, ich heb ab, ne, oder? Tatsache. Leute, ich fliege. Okay. Ja, was ist Flaps? Mach mal einfach. Keine Ahnung. Okay. Es läuft fluffig. Mir wird ein bisschen kolderig. Muss ich dazu sagen? Was ist denn Trim? Mach mal. Trim? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht, was ich hier tue. Aber es läuft echt fluffig. Oh. So, wie kann man denn irgendwie das ist alles wieder hier so... Also ich guck mal, ich lasse das jetzt mal einfach hier los. Okay, ja, das kann man jetzt hier... Guck mal, seht ihr, Leute, mit den Analogsticks. Ah, ich kann auch mit den Analogsticks natürlich jetzt hier lenken. Nur was hier Flaps und Trim und keine Ahnung ist, habe ich, weiß ich nicht. So. Geht natürlich jetzt so ein bisschen einfacher von der Hand, wie mit dem virtuellen Stick hier. Da komm, wir gucken uns mal ein bisschen das Wasser an hier. Ein bisschen kolorig wird mir, ne? Es ist natürlich von der Optik, ja, sehr, sehr schlicht, ne? Muss man sagen. Das Wasser bewegt sich nicht, würde ich behaupten. Aber es ist okay, ja? Ist ein cooles Gefühl. Ich drücke mal Menü, da passiert nichts. Okay, schade, dass ich das jetzt hier im Spiel nicht einblenden kann, weil ich bin zu blöd dafür, eins von beiden. Ah, guck mal hier, was ist das? Einstellungen. Was ist denn? Wie, warum? Ah, ich will nicht hier so ein Smiley, machen wir hier so einen schönen Smiley, was ist das? Spawning Fighter? Wie Spawning Fighter? Ich will keinen Fighter, hallo? Spawning WWW 2 Fighter. Ich will doch hier nicht kämpfen. Spawning Bomber. Ich habe hier so eine kleine Propellermaschine. Spawning Civilian Airplane. Okay. Spawning Refilling Tanker. Okay, also hier kann ich so ein paar Sachen respawnen. Removed all Airplanes. Okay, alle wieder weg. Ja, was haben wir da? Landing Gear. Okay. Und das? Keine Ahnung.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Lunch, Fire. Ich fliege hier schön durch die Gegend und habe keine Ahnung, was ich hier tue. So, dann haben wir nochmal die Einstellungen, ganz klar. So, und jetzt kann ich mir die... Ah, so, das wollte ich, genau. So, Leute. Click, Flip, Switch, Push, Fire. Ich kann ja nichts feiern, weil ich habe ja keine, ne? So, jetzt kann man das auch anlassen. Das finde ich ganz cool. Also, gerade am Anfang, ne? So, George, Throttle. Ne, machen wir wieder an. Das glaube ich besser, ne? So, Switch, Throttle, V2L. So, habe ich. Ah, das ist hoch und runter, oder was? Tatsache. Aber es geht auch mit dem rechten, ne? Also, ganz bin ich noch nicht so durchgestiegen. Okay. Was haben wir da noch? Landing Gear, Pop-Up-Menü. Pause, Roll. Ah! Okay. Ah, jetzt kann ich sogar Pause machen. Guck mal, Leute. So. Schick. Okay, also man muss sich hier richtig reinfuchsen. Ist ja, wie gesagt, meine erste Runde. Und ich würde sagen... So, was ist das? Was mache ich jetzt? Ah, jetzt starte ich wieder von vorne. Okay. So, da gehe ich wahrscheinlich raus. Das Pause. So, dann würde ich sagen... So, Menü. So, Leute, das war jetzt ein bisschen Sandbox hier. Jagger Airport, ne? So, dann haben wir Jagger Final Approach. Keine Ahnung, was das ist. Final Approach into Jagger Airport und Carambolara Bandit Airport. Water Takeoff. Takeoff from the water. It's only to select a seaplane off. Das ist natürlich... Na, wäre natürlich nie verkehrt, wenn ich was anderes hier nehme, ne? Komm, wir nehmen mal sowas hier. Take from a short aircraft carrier. Ah, der ist aber sehr kurz, ne? Ne, wir machen jetzt mal hier so eine Challenge. Carrier Landing, Crosswind, Sword Landing. Land on the new USSBs. The arresting wire has been installed, so this should be easy. Select. So, aber da müssen wir natürlich mal ein anderes Flugzeug für nehmen, ne? Was nehmen wir denn diesmal? Dann wollen wir mal die Helleska hier nehmen. Das sieht doch ganz cool aus, ne? Guck mal, Leute. Nehmen wir die mal. Guck mal, Leute. Das ist doch ein Teil, ne? So, und ab dafür. Okay. Hallo? Das Ding fliegt nicht. Warum fliegt denn das hier nicht? Hallo? Ja, you have damaged your airplane. Ein bisschen damaged. Play again. Du musst den Throttle hier anmachen. Wo ist denn das? Hallo? Hallo? Was ist denn das für ein Start hier? Hallo? Das Ding fliegt überhaupt nicht. Leute, das ist wieder hier ein Scheiß. Okay, jetzt geht's ein bisschen. Aber das ist doch noch alles hier zu... Das funktioniert doch hier irgendwie alles nicht. Hä? So, ich zieh das jetzt hier einfach hoch. Aber es geht nicht. Guck mal, Leute, das stürzt doch hier voll ab, das Ding. Ach, das Krenin. Ja, you have damaged your airplane exit. Keine Ahnung. Also ihr seht, es ist nicht ganz so einfach, ne? Ist ein bisschen tricky. So. Machen wir hier so ein Rennen. Ocean View Speedway. Motorsport Challenge, you must complete the 6 scores before you open it. Okay. So, machen wir das Ganze mal mit was anders hier. Pigpen, Vertico, eine Wasp. Ach, die sieht auch ganz cool aus. Dann machen wir die mal. So. Races Speedway. Fly. Okay. Das sieht auch ganz cool aus. Hebe ich ab oder hebe ich nicht ab? Doch, ich hebe ab. Okay. So, jetzt kann ich hier rennen, fliegen durch die Kreise. Boah, Leute, ist das empfindlich. Mir wird schlecht. Was ist denn? Hallo? Wo muss ich hin?
No lightning. Okay, ich hab den irgendwie abgeschossen. Zack. Okay, der ist disqualifiziert, weil er hat einen kleinen Schaden abgekriegt, mitgenommen. Irgendwie so. Boah, Leute, ich bin hier voll auf dem Kopf. Mir wird wieder ein bisschen kuddelig. Also wie gesagt, die Umgebungsgrafik ist jetzt hier nicht so der Kracher, aber es läuft butterweich, also das muss ich sagen. Von dem Flugzeug kann ich euch gerade nicht viel zeigen, weil ich bin ganz froh, wenn ich das irgendwie hier so ein bisschen gesteuert kriege, das ganze Ding hier. Boah, das ist aber echt sehr, sehr empfindlich. Den habe ich verkackt. Und ich bin auch ein bisschen damaged jetzt wieder. Okay. Es ist nicht einfach. Was ist das denn? Hallo? Das war's kaputt. Machen wir das Menü hier. Okay, wir gehen mal schnell wieder nach Hause. So, ihr seht auch hier und da noch ein bisschen buggy, ne? So, was hatten wir noch? Typhoon, Race Through the Trenches. Bandit Run, Race Through the Trenches and Zip Through the... Komm, wir machen hier mal was mit Auto, ne? Select, da wollen wir natürlich ein Auto, ne? Da haben wir ein Auto, Little Bugger. Select Aircraft, das ist ja kein Aircraft, ne? Aber ist egal, Fly, zu geil. So. Okay. Das ist ja lustig irgendwie. So. Okay, das ist einfacher wie fliegen, aber das schockt auch. Ist doch nicht einfacher wie fliegen. Okay. So, auch das sieht ganz okay aus. Es ist natürlich alles in simpler Optik, machen wir uns ja nichts vor. Aber, ich glaube, ich habe den verpasst, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und ich bin auch im Kopf. Boah, ist das schwer, Leute. Autoflip. Er macht Autoflip. Irgendwie muss man auch mal zwischen, glaube ich, ein bisschen bremsen, ne? So, 4 von 10. Okay. Oh, der schwimmt aber ganz gut zwischendurch weg, ne? Also das muss man ja schon sagen. Zack. Wieso ist denn der schon so weit weg? Weil der wahrscheinlich vernünftig fährt, ne? Im Gegensatz zu mir. Komm, mach, 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 mach. Ja. Wow, wir springen. Oh, mit Schatten, habt ihr gesehen? So, fahren wir das noch nach Hause hier? Komm, das kriegen wir noch hin, ne? Komm, 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 komm. So, vorne die Federung, die sieht ganz cool aus bei den Rädern, das muss ich sagen. Hier das Cockpit sieht ein bisschen sehr, sehr schlicht aus, ne? So, Level failed. Okay. So, die Level sind immer sehr, sehr kurz, cool, merkt ihr, ne? So, was haben wir noch? Races. Dann haben wir Combat. Ich probiere das einfach mal. Gun Training, Rocket Training, WW2, Torpedo, Dogfight. Komm, wir machen mal so ein Dogfight. You must fly in old style. Okay. Ja, aber jetzt habe ich ja hier... Komm, wir machen das mal mit dem Auto, was dann passiert. Geil. Was ist das denn? Ich bin jetzt mit dem Auto hier in dem Kampf. Was natürlich nicht funktionieren kann. Ja, okay. War ein Versuch, ne? Das heißt, ich muss mir natürlich jetzt auch hier so eine Kiste raussuchen, ne? Hier ist aber keine. Da bin ich jetzt unfair. Ich nehme jetzt die Gator. Und dann schieße ich den jetzt einmal, gucken, ob das geht. So, jetzt bin ich im Hubschrauber. So, Show und Start. Okay, machen wir hier mal weg. Brauche ich nicht. So. Irgendwie schießt hier was. Und ich kann keinen Hubschrauber. Hier machen wir Rotor Throttle, das muss sein. Okay, aber das ist schon geil, ne? Mit diesem Hubschrauber. Was Part Damage? Was ist denn hier Damage? Hallo? Man hat hier gar keinen. Aber das Ding kann ja gar nicht schießen. Das ist ja unfair, was ich hier mache. Leute. Hubschrauber fliegen will gelernt sein.
alles sehr, sehr tricky, wie gesagt. Targeting Mode, machen wir hier. So. Was ist denn hier? Was ist alles damaged hier? Brennt hier was? Ja, da ist ja keiner zum Knallen. Hallo? 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 Ja, das bringt's mir voll. Okay. Kritischer Schaden. Guck mal, da fällt noch ein bisschen Hubschrauber von mir durch die Gegend. Okay, Exit. Ja, ihr seht schon, ihr müsst euch das wirklich dann alles auch schön zusammenstellen, wie sich das gehört. Wir machen jetzt nochmal Gun Training. Select a plane with guns and practice blasting drones. Okay. Und dann nehmen wir natürlich jetzt mal hier, die wird ja wohl Guns haben, ne? Luckily you don't feel them in VR. Okay, was haben wir noch? Mit Guns. Ich brauche was mit Guns. Das Ding hat doch Guns, ne? A Fighter. Okay, Select Craft. Und dann machen wir das nochmal. Gun Training. So. Destroy at least. Okay, das ist einfach. Wo sind denn die Drohnen? Okay. Ah! Wir haben wieder gesagt, ist einfach, ne? Brauche ich Flaps? Ich habe keine Ahnung, was Flaps sind. Aber ich mach die einfach mal an. Ich sehe keine Drohnen. Hallo, Drohnen! Wo sind denn hier Drohnen? Ist das alles vom... Das ist echt sehr gefühlsam zu steuern. Ach, da sind Drohnen. Guck mal, Leute. Okay. Okay. Boah, Leute, wie soll das gehen? Boah, das geht gar nicht. Das ist schwer. Hallo? Bremst doch mal ein bisschen hier. Mach mal hier so. Nee, das war Landing Gear, brauche ich nicht. So, Wheel Brakes, bisschen langsamer. Boah, Leute, mir ist schlecht. Hallo, zieh mal hoch das Ding. Wo sind denn hier meine Drohnen? Da. Klappt. Habe ich die jetzt? Komm, Leute. Mach doch mal hier kaputt das Ding. Okay, 20 Sekunden on top. Was ist eine neue Drohne? Ist wieder da, was soll das? Da drei erschießen. Wie schnell ist denn die? Okay, achso, ist schon zu Ende. Okay, Exit. Ja, Leute, ich glaube, das reicht auch erstmal. Also, ihr habt gesehen, was ihr alles machen könnt. Also, es ist ein riesiger, ja, Spielplatz, sage ich mal. Ne? Ihr könnt so viel machen hier. Was ist denn Snowcrawl? This Motorsport Challenge features a mountainous climb on the snowstone ice, so it's only the surface off-road vehicle. Stock Car Racing. Okay. Das hatten wir, ne? Combat hatten wir, Sandbox haben wir. Komm, wir machen nochmal einmal so ein. Komm, das muss ich mir nochmal angucken. Hier Take-Off und Shortcraft. Okay. Das mache ich natürlich mit dem Ding nochmal. So. Das ist wirklich sehr kurz. Okay. Es hat so das Gefühl, dass man fährt, aber das Wasser, wie gesagt, bewegt sich nicht, ne? Ja, gib mal das hier. Was? Group 3 activated, deactivated, land. Okay, achso, jetzt habe ich keine Räder mehr. Cool. So, Flaps bräuchte ich. Ich will nicht schießen. Gib mal das hier. Okay, ah, Swattle, volle Pulle. Ja, heb auch ab, ne? Hat gereicht, hat gereicht, hat voll gereicht, okay.
Aber ich bin noch irgendwie im Wasser, ich höre da was. Platsch. So. Was ist das denn? Bin abgesoffen, Leute. Kann ich Kopf unter Wasser machen? Ich guck mal. Sehe ich da was? Ah, guck mal, ich bin unter Wasser. Da ist mein Flugzeug. Es sinkt wie die Titanic. Okay. Blub, 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 blub. Okay, ich muss dann selber wieder das Menü drücken. So, dann machen wir das nochmal. Okay, Throttle, volle Pulle. So, das war schon besser, ne? Okay. Ja, zieh mal hoch hier das Ding. So. Also ihr müsst wirklich ein total feines Gefühl auch für den Analogstick bekommen. Also einfach nach hinten ziehen, dann macht ihr diesen hier, ne? Also ihr müsst wirklich ganz fein damit arbeiten. Und das ist gar nicht so einfach, ganz ehrlich. Aber es ist ein cooles Gefühl. Es läuft wirklich butterweich, auch wenn es drumherum nicht so super toll aussieht. Aber ihr seht, man kann hier wirklich alles selbstständig einstellen. Ja, ich weiß zwar nicht, was ich hier einstelle, ganz klar. Ah! Okay, jetzt habe ich gepennt. Ach, guck mal, ich kann noch fliegen. So, das sind die Außenansichten. Okay. So, Fly by View. Cockpit. Chase View habt ihr auch, ne? Orbit View. Fly by Fly hatten wir alle schon, okay. So, jetzt habe ich irgendwas ein- und ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung. Launch Guardians? Oder auch nicht? Ja, das ist Schießen. Okay. Ja gut, Leute, ich gehe jetzt wieder zurück ins Menü. Oder komm, wir machen hier nochmal so einen richtig schönen Looping hier. Ob ich das hinbekomme. Das ist die Sonne. Aufrichtung Sonne. Wie hoch kommt man mit dem Ding überhaupt hier? Okay. Wow. Ja, ihr könnt hier wirklich viel rumspielen, ihr merkt das schon, ne? So. Ja, ich gehe trotzdem wieder ins Menü zurück. Und wie gesagt, auf der Homepage des Entwicklers könnt ihr ganz neue Sachen runterladen. Aber es geht anscheinend auch hier drüber, ne? Und da ist natürlich eine Menge Hottest. Guck mal da. Kleines Autokin hier, ne? Was haben wir denn noch? Ray Concept, was ist das? Okay, das müsste ich jetzt runterladen, ne? Select Craft. Okay, da haben wir noch... Boot haben wir auch noch, Leute. Guck mal, wir können sogar Boot fahren. Was ist das denn? Da ist ein Wasserflugzeug. Also, ihr könnt hier ausprobieren bis wirklich... Ja, unendlich, würde ich schon fast sagen. Aber ich will jetzt hier nochmal das ausprobieren, das Auto hier. Das sieht cool aus. Select Craft. Ich gehe mal davon aus, ihr lädt das jetzt runter. Okay, und dann machen wir natürlich... Ja, das macht natürlich keinen Sinn, jetzt haben wir ein Auto, ne? Dann machen wir hier nochmal so ein Race. Dann machen wir hier Airstrip Race. Okay, Drag Race. Nee, das macht ja kein Gold Prix. Das hört sich gut an. Okay, Select. So, schauen wir mal. Achso, Fly oder Drive. Muss ich nochmal ausprobieren jetzt, Leute, ehrlich. Okay. Ja, komm doch mal aus dem Quark hier. Hallo? Hier passiert nichts. Hallo? Wieso ist denn das jetzt hier verdreht? Achso, man kann das ja auch hier, ne? Mit beide Grifftasten, ne? Seht ihr, könnt ihr das alles so die Höhe hier an, einstellen? Das Auto fährt nicht. Das geht... doch, das geht auch. Was immer das hier ist, weiß ich nicht. Ich kann sogar das Fenster auch runter machen, Leute. Throttle Springer on the right-handed side of... Okay. Jetzt weiter. Langsam, aber sicher. Also wie gesagt, das ist von der Optik jetzt nicht so der Kracher. Ne? Aber es geht ja eigentlich ums Fliegen, nicht ums Fahren. Und vom Auto hier, vom Innenleben, bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Leute, das ist ja auch nicht so der Kracher, ne? Aber okay. Wie ihr seht, also ihr könnt so viel rumspielen hier. Wo bin ich? Ich wollte das Menü. So.
Ja, wie gesagt, das Ding habe ich jetzt, glaube ich, gerade runtergeladen. Das war ja nicht jetzt da drin in dem Spiel hier. Und ja, wie gesagt, ihr könnt so viel einstellen. Login with your simpleplanes.com Account. Ihr könnt euch also auch noch einen Account da erstellen. Und es ist ein riesiger Spielplatz. Also ihr könnt hier eine ganze Menge machen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht toll geflogen. Ich habe jetzt auch nicht das, ja, schönste Gameplay gezeigt. Aber wie gesagt, ich habe da vorher noch nie reingeschaut und dafür ist es doch schon ganz okay, was ich euch hier so gezeigt habe, finde ich. Also, wie gesagt, es ist unendliche Möglichkeiten fast. So, das ist alles neu hier. Guckt mal, könnt ihr auch noch sortieren nach neu. Superglider. Und dann könnt ihr natürlich auch hier die Seiten ändern, ne? Ihr merkt schon, ich komme gar nicht raus hier, weil wir immer noch gucken, was es noch so gibt. Ist das hier ein Airbus oder was? Das Ding sieht ein bisschen größer aus, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, ne? Komm, dann fliegen wir auch nochmal. Nee, da muss ich ja hier. Challenges. Short Landing. Ich will nicht landen. Also Challenges sind ein bisschen wenig, ne? Races. Machen wir einfach Sandbox hier. Machen wir das. So, achso, Fly. Schauen wir mal. Das Ding müsste eigentlich ein bisschen größer sein, ne? Es ist ein bisschen größer. Okay. Wie sieht das wieder aus hier? Also die Dinger starten immer ohne... Oh, das ist doch geil hier mit dem Propeller, ne, Leute? Ah. Okay. Soll ich jetzt hier landen oder was? Das lernen wir aber noch. So, ich habe irgendwas gemacht. Ich glaube, ich habe es gut gemacht, ne, oder? Ne, das war der Slot. Okay, scheiße. So, wir landen hier mal. Ich versuche das jetzt. Machen wir hier Landing Gear. Glaube ich. Ah, das muss man ja auch ziehen, ne? Okay, habe ich ganz vergessen, bei Flugzeugen muss man ja ziehen. Und ja, ich habe versucht zu landen. Da fliegt mein Cockpit. Da ist mein Cockpit. Ja, Leute, ich habe noch nicht gesehen, man kann hier... Also es macht schon Laune auf jeden Fall. Und für 10 Euro kann man eigentlich echt nicht meckern, weil man kriegt hier so einen mega Baukasten. Und wer gerne mal in VR richtig rumfliegen will, mit richtig Instrumente anfassen und richtig alles bedienen zu müssen... Ja, der kommt hier eigentlich auf seine Kosten, ne? So, Menü. Ich würde sagen, das reicht erstmal, ne? Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß mit meinem kuriosen Gameplay diesmal. Und ich sage natürlich dann noch ein bisschen was dazu. Bleibt mal ganz kurz dran bis zum Fazit. Ja, aller Anfang ist schwer und bei dem Ding merkt man das natürlich richtig. Man wird sofort im Menü, wenn man das Spiel startet und die Buttonbelegung sieht, total überfordert. Mein Gott, nee, was kann man da alles machen? Dann leider alles in Englisch. Dann noch doppelt belegt, wenn ich die Grifftaste drücke, dann habe ich andere Funktionen auf den Buttons. Ja, man muss eine Menge lernen und sich natürlich auch erstmal reinfuchsen. Die ganzen Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter sind von der Community kreiert worden. Also hat man da natürlich große qualitative Unterschiede, was das Cockpit und so angeht. Aber das Fluggefühl, das muss ich sagen, das ist wirklich phänomenal. Und schwer ist es auch noch. Also ich musste wirklich sehr, sehr filigran lenken. Ansonsten hat das Flugzeug sofort hier so eingemacht, ne? Den Hubschrauber habt ihr gesehen, war auch nicht ganz so einfach. Ja, und als kleinen Bonus gibt es noch Boote und auch Autos oben drauf. Autos habe ich euch gezeigt, ein Boot jetzt nicht mehr, aber Boote gibt es auch. Das Ganze ist im Kern eigentlich eine Sandbox-Geschichte, wo ihr viel rumprobieren könnt. Ihr könnt sogar mit dem Auto in die Luft, das habe ich auch gemacht. Ist natürlich Blödsinn, aber auch im Bereich des Möglichen hier. Ja, auf der Entwicklerseite findet ihr immer neue Kreationen, die ihr in das Spiel einbauen könnt. Aber ihr könnt das natürlich auch übers Spiel finden, habe ich ja auch getan. Und mir einfach runtergeladen und dann konnte ich das Flugzeug auch nutzen. Ja, für 9,99 €, wenn man gerne in die Luft geht, sage ich jetzt mal, wenn man Hobbypilot ist und ein bisschen rumprobieren möchte und über die Optik so ganz leicht drüber hinwegsehen kann, bekommt man hier eigentlich ein tolles Rundumpaket, muss ich sagen. Wie gesagt, optisch jetzt nicht der Oberkracher, aber das Fluggefühl, das ist toll, das muss ich auf jeden Fall hervorheben. Das macht richtig Laune, es läuft alles butterweich, alles smooth. Und wie gesagt, ihr müsst euch echt am Anfang ein bisschen reinfuchsen. Ja, ich hoffe, ich habe euch genug von diesem Spiel gezeigt, weil diesmal ein komisches Video, weil wie gesagt, das ist so ein erstes Eindruck-Video, wo man wirklich sehr viel falsch macht, weil man das Ding einfach nicht kennt, habt ihr gemerkt, ja.
Und ich habe auch wahrscheinlich das ein oder andere übersehen, gar keine Frage, weil es auch ein bisschen ja, verschachtelt ist, weil man so viel kombinieren kann und so weiter. Aber ich hoffe natürlich, ihr hattet euren Spaß. Und wenn ihr den hattet, würde ich mich natürlich jetzt noch riesig über ein Däumchen freuen. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, das finde ich sehr, sehr schade. Dann macht es gerne jetzt, verpasst ihr nichts mehr, bekommt immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Und die Kommentarfunktion, nutzt die gerne, gerade bei diesem Video. Was hätte ich noch ausprobieren sollen? Was habe ich falsch gemacht? Was sagt ihr zu dem Dingen? Ja, ist euch das die 9,99 € wert? Oder ist euch das dann doch wieder zu viel Sandbox, zu wenig Mission und so weiter? Würde mich mal mega interessieren und alle Kommentare werden natürlich anstandslos von mir beantwortet. Ja, ganz zum Schluss mein Discord-Server mit derzeit über 270 VR-Usern. Stoßt gerne hinzu. Ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily-Deal der Oculus Quest und natürlich sämtliche AppLab-Neuveröffentlichungen. Wir können uns auch einfach nur unterhalten auf meinem Discord, weil ich bin auch noch da. Würde ich mich riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Hier zu meiner Seite noch eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert gerne durch, vielleicht findet ihr noch das eine oder andere. Und jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Woche, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und bis zum nächsten Video, euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.